Hallo miteinander, Exodus 19 da. Willkommen zurück zu Kenji. In Town of Warcraft sind wir gerade. Er hat gerade nichts zu tun, darum geht er auch noch ein bisschen pfusen. Ihr seht, es sind praktisch alle ein bisschen verletzt. Also wirklich alle, wir haben immer wieder Schlägereien. Vielleicht liegen sogar noch ein paar Leichen rum, ich weiß es gerade nicht. Ja, die sind sich wahrscheinlich schon am zersetzen gewesen. Ja, ich werde immer wieder angegriffen von irgendwelchen Hungry Bandits, von Dust Bandits, wilden Tieren. Und es muss wirklich einfach mal vorwärts gehen. Er gibt sein Bestes. Er gibt wirklich sein Bestes. Das Problem sind die da. Ich könnte ihm zwar noch sagen, schau, wenn es kein Material hat, gang doch gar mitschaffen. Vom Stein habe ich eigentlich genug, aber ich habe im Moment keinen anderen Job. Ich habe mir da noch ein Furnace zugetan, aus dem Grund, dass ich einschmelzen kann. Da haben wir auch noch was aufgestellt. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gezeigt. Das ist auf jeden Fall jetzt fertig. Ich mache meine ersten Eisenplatten. Plus haben meine Warcraft Workers noch Jaina Proudmoore als Verstärkung bekommen. Das ist eine Magierin. Und das sollte ein Taure sein. Ich habe jetzt das mal so einen genommen. Einer vom Hive. Ich habe gefunden, wieso nicht. Er ist eine andere Rasse, auch im WoW. Warum nicht? Da. Aus dem Grund habe ich den ausgesucht. Ich bin im Moment recht hungrig. Das Einzige, was ich noch habe, ist noch ein Greenfruit. Was haben sie sonst noch? Eben, das ist alles zum Einschmelzen. Ihr seht, ich bin vollgestopft mit Zeugs. Der hat noch ein bisschen Eisenplatten. Hey, der hat noch ein bisschen Eisenplatten. Ganz so schnell ist das abliefern. Der hat noch Hanf. Das heisst, ich kann bald mal Hanf erforschen. Das Problem ist, ich habe da keine Forschungsstation. Mal schauen, vielleicht bauen wir das da. Vielleicht fällt es irgendwo in einen Sack rein oder so. Das habe ich noch zu essen. Da hat es noch ein bisschen zu essen. Und der hat noch ein bisschen zu essen. Sonst ist nicht mehr viel rum. Das heisst, entweder gehe ich wilde Tiere jagen. Oder. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Weil die Felder da, die haben meistens kein Wasser, weil er einfach noch zu schlecht ist. Ah, schau, da sind noch Leichen. Ah ja, sind am Sterben. Er ist einfach zu langsam mit dem Kackwasser. Ah, da habe ich auch noch 6. Gut, gut. Aber es sind nur 15 NU. Ich brauche Brot. Ich muss unbedingt meine Brotfabrikation wieder auf Vordermann bringen. Es ist wahnsinnig schwierig, ich sage es euch. Also wenn ihr das Spiel spielt, geht wirklich zuerst in den grünen Gürtel. Es ist so viel einfacher, als irgendwo da im Zeug aussen, wie jetzt ich da. Es ist so viel schwieriger. Ich bräuchte viel mehr alles. Viel mehr alles. Es ist wirklich so. Viel mehr alles. Okay, das braucht nur noch 2. Das Problem ist, es braucht Power. Jetzt habe ich mir doch Mühe gemacht, um den zu bauen. Es hat keinen Wind. Ja, es hat keinen fucking Wind. Jetzt, was ich sonst noch machen könnte. Der Klein. Da muss ich schauen. Also, das Häuschen da dann hat recht viele so coole Sachen. Sorry. Waystation hat recht viele so coole Sachen zum Kaufen. Ich glaube, ich hole mir wirklich das Zeugs. Oder ich mache einen Generator, baue noch mal ein bisschen Kupfer ab. Aber dann brauche ich zuerst noch Biofuel Distillery. Ihr seht, es hört nicht auf. Was ich sicher wird machen, ist eine Battery Bank. Die muss ich aber irgendwo in ein Häuschen stellen. Und das möchte ich eigentlich ein kleines Häuschen neben meinen Stromsachen machen. Aber auch mit dem muss ich warten. Bis später, weil, ja, es bringt es nicht im Moment. Also, weißt du, das Exitus? Wir rennen nochmal rüber und wir schauen, ob wir Electrical Dings findet. Wo ist es? Da hinten. Ob wir die elektrischen Komponenten findet. Sorry, ganz geschwind, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe einfach das Game neu importiert, jetzt haben sie es wieder geschafft, zum innen und außen dingeln. Innen und außen laufen. Oh. I dare you! Cocky rat face! Okay, also haben wir wieder eine Schlägerei. Ihr seht, es hört einfach nicht auf.
Gut. Dann schlagen wir den halt zusammen, schauen, dass seine Kollegen kommen. Wo sind sie? Ah ja. Ich habe Dings wieder aufdingelt. Ich glaube, der. Ja, er. Er ist mein Waffenschmied und mein Researcher, während ich nicht daheim bin. Ah nein. Upbringing. Okay. Ich habe den falsch angewählt. Nimm ihm bitte die Waffen ab. Einfach, dass er sich nicht mehr kann wehren kann, aber er ist zwar tot. Ja. It's empty. Ja, ist gut. Geh doch mal zu der Waystation rüber und ich möchte da. Stone Refinery Upgrade. Too much manpower. Ja, das sollte ich eben auch schon machen, aber für das brauche ich wieder Power und. Ah, oh, ich sage es euch. Jetzt will ich zuerst mal das neue Outpost. Also, das ist ja der alte. Ah, das ist immer noch da. Kann man sagen, was ist da neu? Oh, der ist aber cool. I like that building. Hat das Platz da drin? Naja, so eins will ich. Das gefällt mir. Copper Alloy Plates. Nein, ich will es nicht. Ich will es noch nicht. Halleluja. Also, ich bin jetzt. Hab gefunden, ich tue einfach mal alles. Alles durch. Also auch Waffen gibt es bessere mittlerweile dann. Dass die Minen selber laufen. Steel Bars, Iron Blades, Assassinen Training. Chain Armor Crafting und Tech Level 5. Ich habe gefunden, ich mache das gerade alles durch. Von da fehlen mir die Ancient Science Books. Die muss ich dann wieder mal posten. Und dann fehlen mir überall Bücher. Farm, eben. 8 Hanf. Ich habe 7. Das kann ich jetzt auch gerade schauen. Robotics brauche ich im Moment nicht. Medizin auch nicht. Neue Dings wären auch toll, aber eben. Ich brauche für alles Geld und. Ja, einerseits ist das jetzt ein großer Schritt gewesen, der mich huere zurückwirft im ganzen Dings. Im ganzen Erforschen und Erbauen und was auch immer. Und andererseits ist Midgar einfach zu sicher. Es ist nichts passiert. Klar, ich hätte in den Nebel übergehen, ich hätte mit diesen Kriegen anfangen. Aber wo wäre ich dann mein ganzes Zeugs geholt und. Und überhaupt, oder? Ja, ich wäre dann auch kein Dings. Schade. Und dann muss jetzt rundherum. Ich weiß nicht, warum er überhaupt da hergelaufen ist, weil das geht eigentlich nicht. Da ist noch ein Brunnen. Okay. Jetzt komm mal da auf, Exitus, bitte. Ja, also am Weg finden müssen sie wirklich schaffen, die Entwickler. Das ist zum Teil so clumsy. Wirklich sehr, sehr clumsy. Und nicht okay. Also wenn ich. Er ist da und ich sage, man soll da hier rennen und dann rennt er da über. Also ich meine, hallo? Ich bin immer am Beobachten, ob nicht irgendwo noch fiese Räuber rum hat, weil es hat da überall. Eben gerade neben meiner Basis ist es so ein Settlement. Nein, das meine ich nicht. Es zeigt mir nur das an. Aber dort ist gerade das Camp von fiese Banditos. Ich bin auch schon ein bisschen am Abspienzeln. Schaut mal, wie das aussieht. Ich glaube, das ist wirklich nur provisorisch. Da wird es wahrscheinlich sich noch recht verändern. Es kann gut sein, dass das Ding der Sumpf wird. So, bist du da? Er ist schon verdammt schnell, hä? Schaut das mal an. Er ist schon recht stark gehypt worden. Ich lasse ihn gerne hier allein rumrennen, weil bis jetzt ist er noch mit allem fertig geworden. Oder er hat es einfach geschafft, zurück in die Basis zu kommen, wo dann alle zusammengeschlägt haben. Und wir nehmen ohne Probleme Gruppen-Dustbandits auseinander. Das ist das Geile. Also, habt ihr gerade noch neue Mitstreiter? Ja, schau, da hat es doch noch. Yes, die nehmen wir nachher gerade mit. Aber als erstes Electrical Comp. Schaut mal mein Geld an. Da muss ich jetzt mal wieder verkaufen. Ein Hanf. Aha. Cool. Heiß Hanf.
Lange noch nicht ganz. Oh, geil! Oh, I can't afford that! Wie teuer ist es? 3000. Ja. Jetzt ist die Frage, hä? Es lohnt sich nicht wirklich zum Eis zu kaufen und ich behalte mir lieber ein bisschen auf der Seite. Was? Was? Ah, eben. Generatorkern. Und ich tue mir noch die zwei Leute anstellen. Wir sehen uns gerade wieder, wenn ich sie euch wirklich vorstellen kann, mit Namen und allem. Hä? Kommen wir wieder. So. Uterlichtbringer und Silvanas, weiss sie nicht mehr. Sie sind auch noch dabei. Sind im Moment beide Schrottwaffen. Aber, mal schauen. Hat er noch bessere dabei? Also, das könnte ich noch einem geben. Es ist nicht die schlechteste, aber auch nicht die beste. Ja, nein. Ja, nein. Gar nicht. Das könnte ich einem noch geben, aber so in dem. Im Vergleich zu der ist es halt schon nichts. Ich sage euch, ich bin so ein Fan geworden von diesen Katanas, das ist unglaublich. Da ist eine Marise. Ja, ja. Und was haben wir da? Ein paar hungrige Bandidos. Hm? Exitus, du darfst noch mal einen Spass haben. Auch wenn es nicht zusammenschlägt, ist gar kein Problem. Ich will mal einfach schauen, wie stark er ist. Wir sind nämlich hungrig. Bam! Einfach ein Triple Hit. Bam! Double Hit. Ja, tut weh, hä? Mir langt schon, wenn er zwei oder drei besiegt. Und andererseits könnte ich mir sogar vorstellen, dass er es mittlerweile schafft. Weil die blühten jetzt sehr stark. Ja gut, es braucht schon seinen Moment, aber zack! Jetzt ist es leider ein bisschen dunkel. Nein, immer im Magen, das ist nicht gut. Sein Magen wird ein bisschen schwach. Das ist das Problem. Bam, einer ist da. Zwei! Los, Exi! Schon wieder einer. Ja, der Magen ist es. Solange man das Schwert nicht nimmt, ist alles okay. Ja, eben, siehst du. Alles cool. Alles cool. Und ihr? Sind ihr schon angekommen? Noch nicht ganz, hä? Okay. Mal, also ich muss sagen, er kann es langsam. Das Blöde ist, sie haben ihn immer auf den Magen getroffen. Und wenn das nicht gewesen wäre, wenn er hat einen, zwei, drei. Sind das zwei da? Nein, es sind wirklich. Es sind drei Leute. Hat er kaputt geschlagen. Der, ja. Der könnte sogar noch verblüten. Der könnte auch noch verblüten. Okay, der überlebt sicher. Und auch der, ein Schlag mehr. Bam! Ein Schlag mehr vielleicht. Ja, er kann es langsam, der gute Exitus. Das Geile ist, er hat da nochmal eins dazu bekommen. Da nochmal eins dazu. Das nächste Mal, wenn er kämpft, ist er schon wieder besser. Und schaut mal an. Er ist so verletzt und steht wahrscheinlich wieder auf. Research complete. Okay, cool. Zack! Du dich bandagieren und dann wollen wir es nochmal wissen. Wahrscheinlich kassiert er wieder einen Schlag im Bauch und geht wieder um, aber wer weiß? Los, Exitus. Du schaffst es, ich weiß es. Wieso sind es nur noch drei, ist noch einer umgekippt? Schau das an! Schau das an! Da auch! Die sind einfach noch umgekippt, wegen dem Katana-Blüten. Das ist so geil! Los! Schau, die wollen schon gar nicht mehr schlägeln.
Aber ich attack all, dann können wir nämlich beide wieder beschlagen. Ah, fuck! Schade. Sehr schade. Genau in den Magen. Die dummen Hagel. So. Also, ihr zwei. Wie geht's euch? Auch wieder fit? Okay. Du? Auch wieder fit. Also, hört. Du? Ja, der stirbt. Der liegt im Sterben. Das Problem ist, das kann ich jetzt nicht upgraden, weil dann braucht es wieder Power. Das ist fast voll. Ja, ich brauche euch da. Ihr müsst alle lernen, mit Farmen umzugehen. Das ist das Problem. Oder das Positive, oder was auch immer. Aber ihr müsst das alle können. Da ist eben voll besetzt, da ist voll besetzt. Du könntest auch da helfen, hä? Wie sieht es da hinten aus? Ja, und der Uther kann auch da helfen. Hungry. Pflück dir doch zwei von denen. Eins hat er gerade gegessen, das ist gut. Nein, behalte doch auf, nicht zu gerührt, dass da ein Kistchen rein, der Double. Und ihr könnt halt da warten, bis die Farmen parat sind. Es ist schwer, ich sage es euch, es ist wirklich schwierig da. Da wäre zu essen, aber ich, das kann ich meistens nicht einholen. Da sind Hunde. Oder zumindest eine. Jetzt will ich noch schnell schauen, wo ist das Lager genau. Das wird. Hat dein Lager in diesem Städtchen aufgeschlagen? Die müssen sicher noch gerade da sein. Ich sehe nie jetzt Leute sitzen oder ein Lagerfeuer brennen. Das muss genau da sein. Ja, egal. Oh, schau, dort ist noch ein Sandsturm. Doch nicht. Schade, ich hätte euch das gerne auch noch gezeigt, weil das letzte Mal ist da ein mega Sandsturm durch. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Und nachher sind die Dustbände jetzt gekommen. Ja, so kann es gehen. Aha, schau das an. Was meinen, das schaffen sie eine, zwei? Ja, voll cool. Cool, cool. Es fehlt schon viel, aber wir haben ein bisschen Stroh. Das heisst, wir können uns das leisten, einen Weizengrinder machen und Brot machen. Verhungern werden wir sicher nicht. Das andere Problem ist, haben wir genug Waren? Weil die Mauern sind noch nicht fertig, die würde ich gerne zuerst haben. Ja, ihr seht, ich muss gar nicht mehr erzählen. Wir haben Probleme, aber das ist eben auch das Spannende. Wenn ich jetzt schon Kanonen hätte, könnte ich natürlich mit der Kanone drauf schiessen. Aber ja. Kommt mal da hin, bitte. Ja, ist gut. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mal schauen. Yes! Mal schauen, ob das klappt, dass ich immer noch stetig kann so Videos machen, weil es wird langsam schwierig, um etwas aufzunehmen. Die das jetzt schon langweilig gefunden haben, es wird öfters so sein. Weil es einfach nicht anders wird. Ich muss zuerst schauen, dass die Basis läuft. Ich muss geschützt sein. Ich muss meine Leute ausbilden. Ich habe noch keine einzige Trainingsfigur da. Das ist alles ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heisst Kenji. Und mal schauen, vielleicht geht bald mal die Map weiter. Ich möchte unbedingt noch wissen, was da ist. Da hat sicher noch irgendetwas. Ich weiss es. Also, bis dann. Ciao, ciao.